Einige Tage später kehrt Frank Rosin mit seinem Bauleiter Willi nach Minden zurück. Also die Situation ist folgende. Wir brauchen hier nicht umbauen. Warum nicht? Fachvertrag ist gekündigt worden. Wir müssen hier bald raus. Ach du Schande. Jetzt müssen wir mal gucken, was er gefunden hat. Und dann fahren wir los und gucken uns die Läden an. Hoffentlich hat Gunnar Reinicke ein geeignetes Objekt gefunden, in dem das Ehepaar einen Neustart wagen kann. Hi, grüß euch. Hi. Genau. Zusammen. Das ist Bauleiter Willi. Hallo Willi. Hi. Hi. Hallo. Grüß dich. Wir wollen ja auf Neusuche gehen. Ja. Habt ihr schon etwas gefunden? Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen was rausgepickt. Zeig mal. Oh, das ist aber schön. Ja. Oder dies? Und das hier? Oh, das ist aber auch schön. Boah. Schön. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns die beiden Sachen sofort mal an, oder? Okay. Zwei Restaurants stehen zur Auswahl. Beide müssen jetzt auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie für ein Steakhouse in Frage kommen. Das erste Objekt ist ein Restaurant, das an ein Hotel angeschlossen ist. Der Makler erwartet Frank Rosin und das Ehepaar Reinicke bereits. Hallo, schönen guten Hallo. Tag. Guten Tag. Frank Mayer. Reinicke, guten Tag. Hallo. Frank Rosin. Hallo. Hallo. Ja. Wir sind hier, weil wir gelesen haben, dass Sie ein Restaurant zu verpachten haben. Das ist korrekt. Können wir uns das angucken? Sehr gerne. Gut, mal los. Okay. Ja, darf ich vorgehen? Ja, bitte. Das ist der Herr Nägele. Ah, hallo, schönen guten Tag, Frank Rosin. Rolf Nägele. Wie ist dann die Auslastung des Hotels? Über 90%. Durchgehend nicht. In den Monaten Dezember, Januar haben wir dann 80-70%. Ne? Aha. Das Restaurant ist klein, aber fein und gefällt auf den ersten Blick. Vom Stil her eigentlich interessant. Die gewölbten Decken, ja, ist halt untergeschossen. Ist halt so üblich wie ein Weingewölbe. Nicht schlecht, ja, aber man muss auch viel tun. Ne? Ob im Gastraum oder in der Küche. Das Objekt benötigt einige Investitionen. Guck mal hier, das Ganze muss ja hier alles gemacht werden. Guck mal hier. Ja, Annette, was sagst du? Ja, ist so ganz was anderes. Aha. Und was uns fehlt, sind unsere Western-Leute. Was sagst du? Für solche Geschichten wie Live-Musik ist das einfach zu klein. Ich mache einen Vorschlag. Wir parken das und gucken uns das nächste Objekt an. Super. Okay? Mhm. Los. Okay. Das kleine Restaurant hat keinen Platz für größere Western-Veranstaltungen. Das zweite Objekt ist deutlich größer, mit angeschlossenem Biergarten und Veranstaltungssaal. Die Reinickes haben den Schlüssel für eine Besichtigung bekommen. Kinder, das ist natürlich ein Laden, wo wirklich mehr passieren wird. Ne? Größe und Einrichtungen entsprechen dem alten West Virginia Steakhouse. Auch ist der Zustand des Restaurants deutlich besser und die Küche ist ebenfalls größer als im ersten Objekt. Das ist ja eine Sporthalle. Groß, luftig. Ja. Gute Arbeitsfläche für die kalte Küche, Fleischvorbereitung. Mhm. Zwei unterschiedliche Objekte. Diese Entscheidung sollte nicht voreilig getroffen werden. Ich würde gerne noch mal mit Annette darüber diskutieren, den einen Laden gegen den anderen vergleichen, um dann noch mal drüber zu schlafen und dann zu sagen, so, jetzt entweder wir nehmen A oder wir machen B. Ja. Ihr meldet euch, ja. Du bist auf Standby, ne? Auf jeden Fall. Alles klar. Ja, Willi, haben wir zwei schöne Läden gesehen. Ja, bei Bäder ist ein bisschen was zu tun. Ja. Aber Bäder haben ihren Charme. Bäder haben ihren Charme, das sag ich dir. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Jetzt müssen wir nur noch an deinem Charme arbeiten. Warum ich denn wieder? Nein. Du hast nicht mal auf mir rumhaken. Nee, wir müssen Gas geben, weil die müssen auch jetzt endlich mal wieder Geld verdienen. Eine Woche später ist die Entscheidung gefallen. Annette und Gunnar Reinicke haben sich für das zweite Objekt entschieden. In dem ehemaligen griechischen Restaurant laufen die Vorbereitungen für einen Neustart des Steakhouses bereits auf Hochtouren. Auch die Mitarbeiter und Helfer sind mit in das neue Haus gezogen. Wir haben uns hier für diesen Laden entschieden, weil er von der Größe her eigentlich dem entspricht, was wir so im Hinterkopf hatten. Und es im Umfeld liegt, was wir vorher hatten, sodass wir viele, viele Gäste mit hier rüberziehen können. Alles scheint für den Neustart bereit.
Doch da tauchen plötzlich wieder alte Probleme auf. Sie hat am zweiten Feiertag frei. Wieso gehen wir jetzt wieder so ins Detail? Ja, weil es genau um diese Stunden geht. Ja, wie oft um diese Stunden geht es aber auch bei uns. Da hast du zu genau gesagt, warum machen wir nicht einfach zu? Und dann hat er gesagt, wir sind in der Country Night. Das war letztes Jahr, habe ich gesagt. Ja, da kriegst du keinen Menschen. Ja, letztes Jahr war ich gar nicht da. Wir sind wieder bei dem Thema von Heiligabend. Es geht ja nicht um Heiligabend. Okay, dann mach die Bude zu und dann fahren wir nach Hause. Jetzt habe ich die Schnauze voll von dir. Ich krieg doch alle am Arsch. Neuer Streit im Team. Ist alles vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat? Aber warum werden wir das Wort in den Mund genommen? Ich habe nicht gesagt, dass wir da gehen. Es geht immer einfach darum, dass man eine Regelung findet. Moin. Wie sieht's aus? Ja, leider gerade nicht so gut. Im Team rumort es. Es gibt offen Streit darüber, wie es gemeinsam weitergehen soll. Wir müssen das aber jetzt ein für alle mal klären. Es geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Komm, wir machen das einfach. Ich dachte, ich könnte hier einfach kochen, weißt du? Schönen guten Morgen. Moin, moin. Grüß dich, Frank. Frank Rosin verliert keine Zeit und holt alle Teammitglieder direkt an einen Tisch. Wenn es ihm nicht gelingt, den Streit zu schlichten, war alles umsonst. Also was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, was immer noch im Raum steht, ist, dass beide frei haben möchten Heiligabend. Wir haben geöffnet. Okay. Also das Thema ist, so. Ihr wollt Heiligabend aufmachen. Und wollen nicht müssen. Das ist deine Sicht. Wie seht ihr das, Julie? Ja, wir wollten halt beide gerne Heiligabend frei haben. Die schlechte Stimmung ist aber nicht nur für Heiligabend. Die schlechte Stimmung ist schon länger. Ja, aber Annette, man verliert irgendwo auch die Lust, weißt du? Weil, wie soll ich das sagen? Annette, jetzt nicht böse, aber es ist heute der 8. Und das Geld ist noch nicht da. So, und das ist das, wo ihr mir jedes Mal in den Rücken fallt. Ich habe mit dir gesprochen, was für einen schlechten Monat wir haben. Nee. Moment, lass mich zu Ende reden. Und wir haben darüber gesprochen, dass das Geld in zwei Etappen kommt. Vor der Kamera oder vor Frank wird es immer wieder anders dargestellt, dass ihr euer Geld zu spät bekommt. Ja, aber wir sprechen es doch ab. Es war aber zum Beispiel, ich habe bis jetzt wenigstens immer mein Grundgehalt bekommen. Das habe ich jetzt nicht mal diesen Monat. Wo soll denn da Motivation herkommen, wenn A, das Grundgehalt nicht da ist und dann noch gefragt wird, ob man Heiligabend arbeitet und man dafür noch nicht mal ein Goodie angeboten bekommt? Also tut mir leid. Man kann nicht mehr geben, als was man hat. Aber was? Weißt du was, Gunnar? Hast du vollkommen recht. Aber sorry. Wenn ich könnte, würde ich meinen Mitarbeitern den Arsch vergolden. Und dafür ist für mich das Nee, Frank. Fertig, Ausschluss. Wenn ich meine Mitarbeiter bezahlen könnte mit so viel Geld, würde ich ihnen den Arsch vergolden. Ich kann es nicht. Ja, und wenn sie es nicht akzeptieren, ja, müssen sie gehen. Ja, Wiedersehen. Ja, was erwartest du denn? Fertig, aus. Ich will nicht mehr. Jedes Mal die verdammte Theater hier. Es ist doch zum Kotzen. Ich mag nicht mehr. Ich bin die Letzte, die hier nicht bezahlt. Kannst mir nicht aus den Rippen schneiden, verdammt nochmal. Die Nerven liegen blank und die Fronten sind verhärtet. Auch der Sternekoch ist ratlos. Ich hab echt keinen Bock mehr. Um alles muss man nicht kämpfen. Man kriegt sein Gehalt nicht pünktlich. Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Es war einfach zu viel heute. Der ganze Stress kam alles zusammen. Die ganzen Emotionen von uns allen, sei es nun Wut, sei es nun Traurigkeit, alles gewesen. Irgendwann hat man gesagt, man möchte einfach nicht mehr. Einfach nur nach Hause, Decke über den Kopf ziehen und Ende.
Händeringend sucht Frank Rosin nach einer Lösung. Wird er die zerstrittenen Parteien doch noch versöhnen können? Ich habe einen Vorschlag. Okay. Erstens, wenn ihr partout Heiligabend nicht arbeiten wollt, dann lasst das. Ihr macht die Vorbereitungen mit, dass also das Mise en Place für abends steht. Und ihr sucht euch in den 16 Tagen bis dahin eben noch Leute, die euch für diesen Abend dann eben helfen werden. Und für die laufende Zeit wird ein Regelkatalog aufgestellt, wie die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer läuft, sodass sich jeder an diesen Regelkatalog halten kann, dass man eine Orientierung hat. Ja. Also, machen wir. Ja, machen wir so. Also im Grunde genommen wollt ihr doch alle das Gleiche. Komm, wir kochen den Schafsrüstelbrand, okay? Okay. Wir sind dabei. Ich würde sagen, Frank hat es mehr oder minder geschafft. Er ist noch nicht alles jetzt wieder am trockenen Tücher. Da muss man natürlich auch arbeiten. Das ist natürlich jetzt nicht innerhalb von 10 Sekunden vergeben und vergessen. Aber ich denke, wenn wir uns in den nächsten Wochen alle zusammenraufen können, wieder ein eingespieltes Team werden. Zeit wird es, dass wir mit der Laberei aufhören und mit dem ganzen Rumgestänker. Und dass wir mal ein bisschen vernünftig arbeiten. Und mal gucken, wie wir mit der Technik zurechtkommen, die da von euch gekommen ist. Da sind wir ja noch ein bisschen am Basteln, ne? Wertvolle Zeit ist verloren gegangen. Jetzt muss die Arbeit dringend starten. So, jetzt kann endlich gekocht werden. Jetzt ist aber wieder Friede vor der Eierkuchen hier. Hm? So, damit wir auch wie ein Team aussehen, noch eine schöne Kochjacke für euch. Danke. Ja? Dann legen wir gleich los. Gemeinsam soll nun der Neuanfang beginnen. Einheitliche Outfits, einheitliche Linie, gutes Essen. Also, was sind wir in der Zukunft? Ein Steakhouse wollen wir sein. Genau, also was müssen wir erstmal machen? Gucken, wie wir ordentlich Steaks braten. Okay. Ja, grundsätzlich. Dazu gibt es einen Salat. Ja, einen Roma-Salat à la Caesar Salad. Okay. Ja, und wir machen einen Kartoffelstampf. Mhm. Sollen wir einfach mal anfangen? Ja. Gut. Während Julie das Fleisch und Gabi den Kartoffelstamm vorbereitet, beginnt Frank Rosin mit dem Caesar Salad Dressing. So, Löffel Senf rein. Ne? Ja. Bisschen Essig. Das ist so, man macht den Essig zuerst rein. Ja. Damit die Ei-Senf-Essigmenge schön flüssig ist. Okay. Weil dann nimmt das Ei besser das Fett auf. Der Essig wirkt als Klebstoff zwischen Ei und Öl. Nur dadurch verbinden sich die verschiedenen Zutaten zu einer gleichmäßigen Flüssigkeit. Das Ganze wird mit dem Pürierstab gemixt und mit ein paar Gewürzen verfeinert. Fertig ist das neue Dressing. Mhm. Ist da schon links drin Parmesan? Oder machst du da keinen Parmesan mit rein ins Dressing? Eine sehr, sehr geile Frage. Da geht mir jetzt richtig einer bei flöten, dass du da. Nee, ey. Wir reiben den Parmesan auf den. Deswegen frage ich aber. Wir hobeln den Parmesan auf den Salat drauf. Und da drin geht er unter. Euer Hausdressing. Ja. Ja? Die geilste Scheiße in Minden, die überhaupt man auf dem also Dressing überhaupt findet. Hier. Neck mega mal. Nächste, Fleisch. Frank Rosin empfiehlt nur wenige Fleischsorten für die neue Steakhouse-Karte. Roastbeef, Rinderfilet und Hähnchen. Ein Steakhouse ist nicht Schnitzel. Ein Steakhouse ist Steaks. Ja? Also ich würde sagen, dass wir Roastbeef machen, dass wir Rinderfilet machen und dass man noch ein Ribeye-Steak macht oder so. Ja? Und dann ist auch gut. Ebenso wichtig wie die Fleischqualität ist auch die Art der Zubereitung. Vor einigen Wochen war das Grillen der Steaks beim ersten Testessen völlig schiefgegangen. Das darf nicht mehr passieren. So, jetzt gucken wir mal nach. Ja. Geht schon sehr gut. Oh ja. Was passiert eigentlich jetzt, wenn das so braun ist? Was passiert da? Der Röstaromen, die haben die entwickelt. Genau.
Nach dem scharfen Anbraten des Steaks wird es für 8 Minuten im neuen Ofen gegart. Die richtige Dauer ist enorm wichtig. Beim Hühnchen wird der Knochen vom Fleisch befreit, bevor es auf den Grill kommt. Gunnar und Julie saugen die Tipps des Sternekochs auf. Hier, mach mal so. Probier mal. Leckerchen, ne? Ja. Schön, Julie. Oh, Entschuldigung. Wir beide. Aus uns wird noch was so. Meinst du? Ja, guck mal hier. Hier, das ist Steakhouse. Hier, check das mal. Nach der richtigen Zeit im Ofen hat das Steak den perfekten Garpunkt. Außen kross und innen zart rosa. Nicht immer muss dazu eine Soße gegeben werden. Mit Zitronensaft und Öl wird der Fleischgeschmack einfach in Szene gesetzt. Jetzt probiert mal. Mmh. Jetzt kommt er. Mmh. Was sagst du? Mmh. Das ist wie so ein Gaumenorgasmus. Komm her. Du warst jetzt die Mutter. Ey, was ist das denn für ein geiler Moment, oder? Gerade haben wir uns noch gefetzt, ey, und jetzt lieben wir uns, weil einfach nur, ey, Kochen macht sexy und Kochen ist auch wirklich etwas, was die Seele wirklich gesund macht. Und wir kommen noch alle einen super Schritt zusammen weiter. Als letztes folgt der Kartoffelstampf. Dafür werden in einer Pfanne Zwiebeln angeschwitzt und die Kartoffeln gekocht. Okay, bisschen Olivenöl rein und das Ganze durchstampfen. Warum macht man da Olivenöl rein? Anstatt der Butter. Ah, okay. Alle einen kleinen Löffel. So, jeder was drauf. Dann ist gut mit den Zwiebeln und den Parmesan, dann ist gut. Boah, Juli, hab ich dich jetzt? Echt? Gibt's doch gar nicht. Schmeckt dir? Ja. Ich dreh durch, Gunnar. Zum Schluss kommen noch die Zwiebeln in den Kartoffelstampf. Mit dem Geschmack kehrt auch der Spaß wieder in die Küche zurück. Ja, mit Frank zu kochen war mal anders. Mal andere Sachen mal kennengelernt, andere Blickwinkel gesehen, sage ich mal. Ja, hoffentlich kann man es auch dann im Allerkack-Geschäft auch umsetzen. Okay, Marschrichtung ist klar für morgen. Mhm. Ja. Menü ist klar. Mhm. Morgen noch die Brownies machen. Ja. Dann der Katalog. Mhm. Der Regelkatalog muss zu Ende geschrieben werden, dass wir den auch morgen alle unterschreiben können. Gut. Aufräumen, vorbereiten, Mise en place, gute Laune und vor allen Dingen Gas. Morgen ist großes Finale. Machen wir. Auf den letzten Metern müssen nun alle Missverständnisse und Streitereien endgültig Vergangenheit sein. Hallo. Hallo. Na? Aha. Wie ist es? Na ja, geht so. Bisschen beruhigt. Hat sich ein bisschen erholt, ja? Ja, bisschen erholt. Gut siehst du aus. Dankeschön. Schreib bitte deinen Maßnahmenkatalog mit Gunnar auf. Haben wir schon. Dass wir den morgen bitte zusammen fertig machen mit den Dingen, die die Damen aufgeschrieben haben. Ja, ich gehe jetzt ein Bier trinken und dann. Das machen wir. Sehen wir uns morgen. Alles klar. Alles klar. Okay. Was für ein Tag. Ich komme heute Morgen an. Voll die Krise. Wirklich schwer. Aber im Kochen, da hat's gut geklappt. Da sind wir auf dem Weg. Jetzt muss ich nur noch den Rest klären. Bin ich gespannt. Morgen ist das finale Testessen.